So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mit dem zweiten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Letzter Part, leider Gottes, am Ende nur ein 1:1 Unentschieden, aber gegen Köln zum Bundesliga-Start als Darmstadt, auch wenn es zu Hause war, ist es vertretbar. Glaube ich, können wir so mitnehmen. Sicherlich hätten wir uns vielleicht noch einen Sieg gewünscht und den absolut perfekten Start in den ersten Spieltag, aber alles gut, Freunde. In dem Sinn, heute Spieltag Nummer 2. Ziel ist es, weiterhin in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen zu bleiben. Gar keine Frage. Wir gucken vorher nochmal ganz schnell rein in die Tabelle. Übrigens dann nochmal die Infos für alle, die vielleicht gerade erst einschalten. Karim Benzema, 72,5 Millionen Euro zum FC Bayern München. Cavani für 38,5 zu Dortmund. Und Bellarabi für 37,5 nach Wolfsburg, Freunde. Die Bundesliga spinnt. Die Bundesliga ist verrückt. Aber wir haben auch viel Geld ausgegeben. Aber wir haben auch ein bisschen noch was am Laufen. Mal gucken, was noch klappt bezüglich Erin Derdjok. Den wollt ihr auch. Das feiere ich. Das freut mich so rum. Von dem her, da können wir uns auf jeden Fall auch nochmal verstärken. Und ihr seht es im Hintergrund. Bayern auf 1 gefolgt von Leipzig, Dortmund und Hertha mit der Chance. Genauso Stuttgart und Mainz. Weiterhin ungeschlagener zu bleiben. Leverkusen auch noch. Das ist ja unfassbar. In den ersten beiden Spielen. Und wir, wie gesagt, gegen die Hertha, die im ersten Spiel 2-1 scheinbar gewonnen hat. Das wird nicht so mega einfach. Gegen Wolfsburg vor allem müsste das gewesen sein. Wahrscheinlich. Wobei, nee, kann man so nicht draus lesen, nicht ganz. Irgendeinen. Können wir uns ja dann vielleicht nochmal schnell anschauen. Aber ich möchte jetzt vor allem erstmal auf zwei Kommentare eingehen. Der eine betrifft unsere Position an sich. Ich habe gemeint, ich soll mal Vrančić auf die 6 stellen und da vorne den guten Schatkowski auf der 8 spielen lassen. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und den anderen Kommentar, den habe ich gerade soeben vergessen, Freunde. Sachen gibt's, die... Ah doch, genau, das war's. Zulu soll nämlich unser Capitano wieder werden. Gut, dass ich den da sehe. Das habt ihr gemeint, das soll man wieder machen. Sprich, Kapitän, nicht der neue Matip, sondern der alte Zulu, Freunde. Die alte Zulu-Sau. Die wir da hinten wieder reinstellen werden. Finde ich auch ganz in Ordnung, das können wir sehr, sehr gerne machen. Bezüglich der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, waren noch nicht mega viele Kommentare da, also da könnt ihr gerne nochmal reinkloppen, beziehungsweise noch nicht wirklich was, wo ich sage, das will die Mehrheit sehen, sondern das war immer mal wieder ein bisschen vereinzelt. Könnt ihr gerne reinschreiben, auf was ihr Bock habt, Freunde, bezüglich ja, taktischer Ausrichtung so an sich. Wir spielen übrigens in Rot. Und das war auch noch ganz interessant, das müsste ich jetzt mal von vornherein einstellen. Ihr habt Bock auf Legende, deswegen werden wir auch die ganze Saison auf Legende durchspielen. Das ist erstmal so das Ziel, Freunde. In dem Sinn, geht was an, Hertha gegen den SV Darmstadt 98, zweiter Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Ich würde sagen, schon so ein bisschen ein kleiner... Oh, da trifft er. Ein kleiner Kracher gleich zum Start. Hertha gut reingestartet, wir auch... Und heute vor schöner Choreografie, Freunde, im Berliner Olympiastadion. Da wollen wir den ersten Dreier einfahren und dementsprechend auch zeitgleich weiterhin ungeschlagen bleiben. 15:30, wunderschönes Wetter, Transfermarkt, Werbung da links im Hintergrund jetzt nicht mehr. Ah, Freunde, gibt's was Schöneres. Übrigens, kleine Info noch an euch jetzt hier da draußen, wenn ihr das Video relativ schnell nach dem Upload guckt. Ich werde das so gegen 12 wahrscheinlich hochladen, 11, 12. Dann könnt ihr gerne mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da findet ihr einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich bin Stand jetzt am Streamen Samstag hier und heute von circa 11 bis 15 Uhr, bis die Bundesliga endlich startet. Werden wir ein bisschen streamen und auch vielleicht schon die ein oder andere Vorkehrung treffen bezüglich den kommenden Karriere-Livestreams, Freunde. Auch da, ihr habt richtig gehört, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das als kleine Info, wie gesagt, damit ihr Bescheid wisst. Aber wir gehen es jetzt erstmal an. Da ist schon mal der Hut. Letzter Part, wie gesagt, war in Ordnung, aber naja, ich hätte so gerne einen Sieg mitgenommen. Hätten wir aber auch nicht, glaube ich, so ganz verdient gehabt. Da hätten wir ein bisschen mehr tun müssen. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Werden wir da gut attackieren. Schatkowski, der das stark macht, den guten Mann da abdrängt. Aber ich bin sehr gespannt, wie die Berliner spielen. In echt ja auch eine Überraschung in der Hinrunde da geschafft mit Platz 3 hinter Bayern und Dortmund. Mal gucken, ob die das hier ähnlich fabrizieren in unserer zweiten Saison in dieser Karriere. Oh, schlechter Ball da leider Gottes auf Keins, den guten Mann. Werden wir mal gucken. Und wir haben wieder keine Ausrichtung. Ich würde fast sagen, Konter, das ist jetzt das, was mir noch so ein bisschen zumindest im Kopfe war. Stocker mit der ersten Möglichkeit, mit dem ersten Schuss beziehungsweise Kopfball auf unser Gehäuse. Konter war das, was ich jetzt noch so im Kopf habe, was zumindest ein paar Mal drunter geschrieben wurde. Von dem her gehen wir das mal mit dem Konterspiel an. Gucken da mal Burgstaller. Oh, die Pässe kommen gerade noch ein bisschen zu ungenau nach vorne. Sonst stehen wir hinten relativ sicher. Hertha macht das Spiel so ein klein wenig, wie man es, denke ich, aber auch erwarten konnte. Aber wie gesagt, oh mein Gott, der Ball, der war nicht schlecht. Und dann Stocker mit der zweiten Aktion, mit dem zweiten Abschluss. Aber da müssen wir vielleicht jetzt mal versuchen, noch ein bisschen ruhiger hinten rauszuspielen, das Ganze. Um dann
ja, aus der Ordnung heraus, Freunde. Die schönen Fußballphrasen. Nach vorne gefährlich zu werden. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja, der Hut. Das war gleich mal ein super Pass da von mir wieder. Und Berlin ist dazwischen. Salomon Kalou immer noch bei den Berlinern da unter Vertrag. Boah, Jungs. Dritte Möglichkeit. Die erste richtig, richtig gute da für die Hertha. Wir können uns hinten kaum befreien. Wir können uns hinten kaum befreien, beziehungsweise befreien kommen wir uns schon an sich. Aber wir kriegen kein gutes Spiel da aufgebaut, leider Gottes. Gefällt mir noch nicht wirklich, Holland. Ja, ich probiere ihn, aber auch der ist wieder zu riskant. Auch der ist wieder zu riskant. Hertha steht kompakt. Wir kommen nicht wirklich nach vorne, müssen da erstmal auf Fehler der Berliner lauern und hoffen, dass die dann letztendlich gefährlich abgeschlossen werden können. Aber wie gesagt, Berlin hat da das Selbstvertrauen aus dem ersten Spiel mitgenommen und machen das bis dato gar nicht schlecht. Darida. Darida steigt da erstmal drauf. Da ist wieder Salomon Kalou. Da ist Hakaraguchi. Und dann ist er abgefälscht. 22 Minuten rum. Berlin drückt auf das erste Tor und die drücken gewaltig hier. Bei Sonnenschein im Olympiastadion. Aber stand jetzt. Oh, ja, steht's. Oh, Tschatkowski mit dem Patzer macht das aber gleich wieder gut. Macht das gleich wieder gut und macht das richtig stark. Keins, Jungs. Das sind jetzt die Möglichkeiten, die wir hier suchen. Burgstaller und dann typisch für unser Spiel bis dato rennen wir uns gegenseitig über den Haufen. Aber Burgstaller auch eher holt sich den Ball zurück. Freunde, ist das jetzt mal so eine Phase, wo wir besser reinkommen? Wo wir vielleicht so ein bisschen besser reinkommen? Ah, Franšić, wollte ich draufsteigen und dann den Tschatkowski schicken. Klappt leider nicht ganz. Haraguchi wieder. Mal gucken. Berlin beruhigt das Ganze jetzt auch vorerst einmal. 95% der Pässe kommen an bei den Männern in Blau-Weiß. Bei den Jungs aus Darmstadt sind es 81. Das ist kein schlechter Wert. 85 ist so das, was wir mal anpeilen wollen. Aber rein vom Ballbesitz ist hier die Hertha, glaube ich, doch um einiges besser. Zumindest einiges für FIFA-Verhältnisse. Aufpassen! Und dann ist Martinha da. 30. Minute. Wir sind noch nicht wach, Jungs. Ich komme hier nicht rein in die Partie, wieso auch immer. Ich komme hier noch nicht wirklich rein. Wir kriegen nach vorne keine gefährlichen Aktionen gebacken und stehen hinten auch nicht so wirklich safe. Schaut euch das an. Das ist immer so ein Schritt, wo unser Pass einfach nicht ankommt. Das ist alleine schon mal ein großes, großes Problem bis dato hier am zweiten Spieltag. Abgesehen davon, dass ich ganz schlecht verteidige und Kalou nutzt das jetzt endlich aus, Freunde. 34. Minute, verdiente Führung für die alte Dame zu Hause in Berlin. Das macht er ganz, ganz stark. Setzt sich mit dem Kopf durch gegen Zulu oder Matip. Ich weiß nicht, wer es war. Hab jetzt da gar nicht so genau auf den Spieler geguckt. Es dürfte Matip gewesen sein, oder? Es dürfte, glaube ich, Matip gewesen sein. Die Nummer 2. Nee, das ist eher. Ist das Zulu? Ich weiß es nicht, Freunde. Auf jeden Fall 1:0. Kalou macht die Kiste. Höchst verdient. Höchst verdient. Darmstadt noch gar nicht in dieser Partie. Ich weiß nicht. Es ist ein bisschen ähnlich wie im ersten Spiel, wie am ersten Spieltag. Ich weiß nicht, ob es an der Formation liegt. Aber kann es eigentlich nicht liegen, weil so eine 4-3-3 vom Grundgerüst her komme ich eigentlich ganz gut klar immer mit. Zumindest jetzt mein Ultimate Team. Gut, mit Barca, das ist jetzt ein schlechter Vergleich. Der hinkt ein bisschen, weil wir da einfach ganz anderes Potenzial haben und ganz andere Stärken hatten. Aber ich bin eigentlich schon so ein Typ 4-3-3 gerichtet. 4 Verteidiger, 3 Mittelfeld, 3 Stürmer zumindest. In welcher Abwandlung, das sollte eigentlich relativ an sich vorerst mal egal sein. Aber das ist hier gar nichts, was wir zeigen. Tschatkowski. Ja, dann ist er. Nee, ist nicht mal weg. Ist nicht mal weg. Burgstaller braucht ungefähr 2 Jahre zu lang. Eieieiei, Freunde. Also, Gott sei Dank spielen wir hier und heute. Man muss es so sagen, nur gegen Berlin und nicht gegen die Bayern. Weil dann sähe das schon ganz anders aus. Da ist Stocker rübergelegt. Plattenhardt. Der hat einen guten Schuss. Der steckt ihn nochmal durch. Wir kommen an die Kulle und wir können es jetzt vielleicht mal rausspielen. Tschatkowski, da soll er gar nicht hin. Was meint ihr, warum ich extra hart auf die Taste drücke? Kleines Frustfall da in der Mitte, aber ich komme hier nicht rein. Und das ist belastend, wie der ein oder andere YouTube-Kollege sagen würde, Freunde. So, Halbzeit ist Gott sei Dank gleich. Das ist schon mal die gute Nachricht. Da müssen wir auf jeden Fall durchschnaufen. Ihr könnt mir mal gerne reinschreiben, woran denkt ihr, liegt es gerade? Stocker verletzt, der hatte die ersten 2 Möglichkeiten. Wo ist so das taktische Kniffchen, das wir hier rausholen müssen, damit es funktioniert? Ich weiß es nicht. Es geht ja gar nichts nach vorne. Es geht ja gar nichts. Wir gehen rein in die Pause. 0:1 hinten. An sich vom Ergebnis kein Ding, aber schaut euch das an. Pure Dominanz der Berliner, der Hertha. Das ist unfassbar. 94% Passgenauigkeit, 66% Ballbesitz, 8 Schüsse, 5 aufs Tor und das zur Halbzeit. Also so stark sind wir selten dominiert worden bisher. Da finden wir überhaupt keine Mittel, Jungs. Da finden wir überhaupt keine Mittel. Ich versuche hier oder ich gebe hier mein Bestes, aber ich finde keine Mittel. Es kommen nicht die Dinge, die ich haben will. Das ist eine... Oh, schaut euch das an. Eine schlechte Mischung zwischen
vielleicht taktischen Fehlern und meinen Fehlern, ja, wie jetzt hier zum Beispiel, und dann kommst du nicht in diese Partie rein. Unfassbar. Also das wird ein ganz, ganz harter und langer Weg hier noch werden, um irgendwie eventuell Punkte mitnehmen zu können. Da stimmt heute nicht viel. Rausch kommt da dahin. Schauen wir mal, verteidigen da erstmal ein bisschen abwartend. Haraguchi. Ah, die Berliner machen das stark, kommen wir nicht hin. Chigerzi. Schiedsrichter gibt den Freistoß. 51. Also bislang noch nicht unsere Saison. Vorbereitung gut gespielt, beziehungsweise gut simuliert sozusagen. Mit unserem Finalspieleinzug. Aber schaut euch das an, wenn schon solche Pässe nicht ankommen. Wie sollen wir uns dahin befreien, Mensch? Plattnard. Kalu. Boah, Schielbrett mit der nächsten Möglichkeit. Jetzt sagt nie, es gibt auch noch den Freis. Gibt die gelbe Karte für Matip, aber normalerweise nicht mehr den Freistoß. Abschluss. Er war doch schon da, der Abschluss. Mensch. Aufpassen. Daumen drücken, dass der jetzt nicht reingeht. Weg ist er. Martinha zumindest tut ihn raus. Okay, ich dachte nicht, dass der noch so gefährlich wird, aber alles erstmal vorerst gut. 60. Jungs, wir müssen jetzt was tun. In der Halbzeit, ihr habt es gemerkt, ich habe noch nicht großartig... Oh mein Gott, das stimmt ja gar nichts, was die Ordnung angeht. Meine Güte, der kommt da völlig frei zum Kopfball. Ich habe in der Halbzeit noch nicht wechseln wollen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht war es jetzt einfach nur so dieser erste Durchgang, wo wir nicht reingefunden haben. Aber es sieht so aus, als kommen wir hier mit irgendwas nicht klar. Das ist mal ein guter Ball, aber der ist wieder nicht genau genug vorne. Boah, ich bin hier am Verzweifeln, Mensch. Ich bin hier am Verzweifeln. So, was tun wir? Ich nehme Kainz raus. Stell Seiler mal vorne rein. Stell Franšić wieder auf die 10. Und nimm da Hut raus, bring Niemeyer. Rechts vielleicht noch einen. Heller nochmal auf rechts, Freunde. Also, Dreifachwechsel. Daran sieht man auch, der Schlappi, der ist nicht zufrieden. Aber da braucht man sich nur das Spiel bis dato angucken. Das ist nicht das Wahre. Das ist leider nicht das Wahre. Darida, das ist ja, wir haben ja noch nicht einen Schuss abgegeben. Wir haben noch nicht einen einzigen Schuss abgegeben. Ich meine, klar, wir spielen auf Legende, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben letztes Jahr auf Weltklasse gekickt, aber nichtsdestotrotz nicht mal einen Schuss, Freunde. Das gibt's nicht. Och, komm, was macht denn Kainz da? Menschenskinder. Und wieder kommt der nicht an. Schaut euch mal das an, das ist doch nicht mehr feierlich. Darida, oh, abgefälscht. Die einfachsten Dinge klappen einfach gar nicht. 0,0. Mensch, Mensch, Mensch. 25 Minuten noch. Jetzt die ersten Wechsel. Martinha, mach jetzt du nicht auch noch einen Patzer, mein Freund. So. Probieren wir es mal so. Seiler, das ist ein guter Ball. Jetzt müssen wir hier mal unser Konterspiel ausnutzen. Das war forcieren. Niemeyer. Oh, der könnte noch kommen, aber da geht zu sehr in den 16er. Keeper kann den ganz sicher aufnehmen, der gute Thomas Kraft. Und wir haben hier echt nach 66 Minuten noch nicht eine gefährliche Aktion aufs gegnerische Tor fahren können. Unfassbar. Unglaublich. Jetzt mal, come on. Hella, du bist schnell, du bist frisch. Mach was. Hella, ja, der ist nicht schlecht. Nochmal Hella, komm. Seiler, komm da. Seiler, komm, lauf doch. Seiler, komm nicht voran. Seiler, kommt nicht voran. Schade, das war jetzt mal so ein kleines Lebenszeichen von Orange gegen Blau, Freunde. Aber es ist am Ende viel zu wenig. Also, egal, was jetzt hier und heute noch passiert. Das wird ein unverdientes Unentschieden, sollte es noch ein Tor von uns geben. Weil so viele Schüsse können wir gar nicht haben, dass wir das uns am Ende verdient haben, ja. Außer dann vielleicht irgendwie über den Kampf kommend, aber rein spielerisch kann das heute nichts mehr werden. Ich verteidige auch nicht gut. Och, der geht dann vorbei. Gebt den Abschluss, Viertelstunde, Freunde. Jetzt heißt Vollgas. Wir gehen jetzt auf sehr offensiv. Und zwar wirklich auf sehr offensiv. Schauen wir mal, vielleicht merken wir daran. Halt, das haben wir. Spiel ihn. Nicht Konter. Hoher Druck. Vielleicht merken wir jetzt, dass es hier so besser läuft. Dann wissen wir, woran es vielleicht liegt. Ich meine, dass wir jetzt hoffentlich mehr Chancen erspielen als gerade, das ist klar. Es gibt die Ecke. Der war noch drin, der war doch nicht drin. Oh, dann macht die Hertha fast den Patzer. Aber wie gesagt, das wäre unfassbar unverdient. Darauf können wir nicht hoffen hier und zählen. Eieieiei, das wäre ein Ding gewesen. Gadic. Tschatkowski. Ich hoffe, der kommt an. Den kriegt er genau Alago in die Füße gespielt. Aber er macht es dann stark. Ist trotzdem nicht schneller. Menschenskinder. Alagui ist doch jetzt nicht so mega schnell und keiner kommt hinterher. Und er macht jetzt hier nicht Zeitspiel. Oh mein Gott, Jungs. 82. Minute. Unglaublich. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen verzweifelt hier. Es ist gerade der zweite Spieltag, gar kein Stress, aber wir sollten trotzdem... Ach komm jetzt! EA! Was soll denn die Scheiße? Wir wollen wieder Zeitspiel machen. Wir sollten trotzdem mal einen Weg finden hier für den nächsten Part.
um gefährlicher werden zu können. Das ist zum Beispiel mal so eine Chance. Niemeyer? Ja. Seiler! Und dann kann er eigentlich noch gehen, weil der Herr Tarner da gar nicht eingreift. So, wir gehen auf Totalangriff. Das habe ich so nicht kommen sehen. Und wieder ein wichtiges Duell, was wir nicht gewinnen. Ah, wieder kann Hertha hier auf Zeitspiel gehen. Das ist unglaublich. Pfeift kein Foul, Schiri. Ich warne dich. Gut gemacht. Tschatkowski, bei dem geht ja gar nichts. Anstatt, dass er den gleich spielt, macht er noch den Schritt. Ich drück und drück und drück. Wieder nicht. Das war jetzt... Oh, Freunde, das war sogar ein Foul jetzt hier. Und wieder! Wo war denn jetzt gerade der ein Foul? Was pfeift denn der Schiri? Was sieht er denn da? Aber an dem liegt es heute nicht. 89. Wie lange gibt er Nachspielzeit? Wahrscheinlich ein Minütchen oder so. Zwei. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und dann ist er wieder raus. Oh mein Gott, Jungs. Das sind die Momente, wo du ausrasten könntest. Aber auch daran liegt's nicht. Auch daran liegt's. Alter Falter. Boah, ich könnte gerade irgendwas wegwerfen. Schaut euch mal die Scheiße an. Gibt's einen Foul? Ist mir scheißegal, das musste jetzt sein. Boah, Mann. Es gibt Gott sei Dank nur Gelb. Das ist unfassbar. 93. Minute. Das ist jetzt zum dritten oder vierten Mal Zeitspiel, das die Hertha da macht. Was soll denn das? Allein dafür müssten sie jetzt bestraft werden, egal wie viele Chancen wir haben oder nicht. Freunde, 1:0 Niederlage heißt's nach 90 Minuten. Bittere Pille, die wir schlucken müssen, ne? Aber völligst verdient. Einen Schuss haben wir, an den ich mich erinnern kann. So schaut's aus. Das ist zu wenig. Gleich wegklicken ja die Scheiße, Jungs. Das ist absolut zu wenig. Also gerne mal in die Kommentare schreiben, Freunde, wie das Ganze abgeht, beziehungsweise was wir da in Zukunft verbessern müssen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, ich gehe mal rein. Zack, zack, zack. Alles simulieren. Wie machen wir das in den kommenden Parts? Andere Taktik, andere Aufstellung? Ich weiß es nicht. So gefällt es mir auf jeden Fall nicht und das gefällt auch euch nicht. Da brauche ich gar nicht auf eure Kommentare warten. Das ist klar. Da müssen wir irgendwie was Besseres hinkriegen. Keine Ahnung. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter. Guck mal, was es Neues gibt bezüglich der Dirk. Vielleicht bringt der ein bisschen Action rein, aber alleine... Jawohl. Sehr schön. Die haben sogar akzeptiert mit Rosenthal. Das freut uns. Aber alleine der Dirk bringt da nichts. Wir bräuchten eigentlich dann jetzt einfach einen, der so ein bisschen... Ich mach mal essentieller, obwohl ich mach mal nix. Der da so ein bisschen mehr Power reinkriegt ins Mittelfeld. Oh, vielleicht müssen wir, hätten wir da uns nochmal was anschauen müssen? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich war eigentlich so zufrieden mit Franjic und Co. Vielleicht gehen wir echt die etwas offensivere Taktik an bezüglich der Dreierkette, der Viererkette. Der Dirk akzeptiert ab, der Fisch. So, also der Dirk ist schon mal im Verein. Das ist was Schönes. Das ist was sehr, sehr Schönes. Neuverpflichtung, wunderbar. Angebot akzeptiert, wunderbar. Das heißt, eventuell, wenn ihr Lust und Laune habt, schreibt nochmal in die Kommentare, ob wir eventuell noch einen Spieler vielleicht leihen sollen fürs Mittelfeld, der ein bisschen Offensivpower mitbringt. Schreibt mir das sehr, sehr gerne mal rein, da bin ich auf jeden Fall gespannt und offen. Eine Million haben wir noch knapp, die wir investieren können. Und wir gucken mal ins Büro, ob es da noch was Neues gibt. Bla bla bla, Matip ist erstmal weg, okay. Und wer will da mehr? Martinia will mein Geld. Martinia, da können wir auf jeden Fall mal drüber quatschen, das hat er sich verdient. Das hat er sich verdient, Jungs. Oh, Mensch, bin ich unzufrieden heute gewesen, ey. Das ist unfassbar. 40.000. 40.000, zwei Jahre. Stammspieler. Let's go. Okay, dann müssen wir ein bisschen verschieben noch. Dann haben wir jetzt, Stand jetzt 8.000. Wenn er unterschreibt. 8.000 Transferbudget, glaube ich, waren es circa in dem Drehgrad und 1 Million Transfers. Also es würde dann eher auf eine Laie hinauslaufen, Freunde. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das war's jetzt erstmal mit diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Huch, ich zeige euch abschließend nochmal die Tabelle. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein... was ist denn heute los? Lasst ein Abo da, Freunde. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, woran es liegt, was wir irgendwie verbessern müssen. Ich meine, es ist noch nichts passiert. Mit einem Punkt aus zwei Spielen als Darmstadt in der Saison zu starten, ist eher normal. Von dem her alles gut. Aber schreibt es mir sehr gerne mal rein. Wir müssen was ändern. Das ist spielerisch zu wenig. Und in dem Sinn, wenn es euch... Und wir bleiben auf Legende. Das will ich auch mal festhalten. Und gerne einen Daumen nach oben geben, Jungs. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wie gesagt, wenn noch vor 15 Uhr ist, gerne beim Stream einschalten. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und in dem Sinn, macht's gut. Haut rein. Bis dahin, euer Badeschlapp. Servus!